Apropos Kreuzfahrt, da war doch eine Geschichte über die Feiertage, die ordentlich Schlagzeilen produziert hat. Ich sag jetzt mal WDR, Kinderchor, Umweltsau und da kam eben auch die Kreuzfahrt vor. Da klingelt's, oder? Eine Satire vom Radiosender WDR 5, die sehr aufgeregte Reaktionen nach sich zog. Was war da los? Nils Altland und Gudrun Kierfel über eine Satire, die die Senderspitze so gar nicht lustig fand und die andere sich zu Nutzen machen gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Sonnabend in Köln vor dem Funkhaus des WDR. Empörung gegen ein umgedichtetes Kinderlied. In Baden-Baden vorm SWR nimmt ein AfD-Politiker das Lied zum Anlass zu drohen. Ich sage Ihnen da oben, das hier ist nur der Anfang. Wir werden Sie aus Ihren Redaktionsstuben vertreiben. Wir werden uns Ihre Lügen nicht länger anhören. Und gestern beim WDR eine außerordentliche Redakteursversammlung. Intendant Tom Buro ist eingeladen und wird heftig kritisiert für seinen Umgang mit dem Satire-Video. Aber von vorne. 9. November 2019. In der Radiosendung Satire Deluxe auf WDR 5 läuft das Lied eingebettet in einen Sketch. Der nimmt die umweltbewussten Kinder aufs Korn, nicht etwa deren Großeltern. Die Kinder, so der Witz, könnten nun ihre Alten telefonisch denunzieren. Ja, aber du wirst lachen, so eine Hotline, die gibt's tatsächlich schon, ja? Echt? Und da landen ungefähr solche Sprachnachrichten drauf. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind 1000 Liter super jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Und was passiert? Nichts. Anderthalb Monate später, einen Tag nach Weihnachten. Der WDR-Kinderchor singt das Lied jetzt auf WDR 2. Ohne satirische Einbettung. WDR 2 postet das Lied auch auf seiner Facebook-Seite. Und dann rollt die Empörungswelle in den sozialen Medien an. Auf Twitter pöbeln Nutzer gegen den WDR. WDR, wie erbärmlich ist das denn? Ihr Arschlöcher, was habt ihr denn so geleistet, ihr Systemgünstlinge? Jugendverführung wie in Maos Kulturrevolution. Das Kinderlied kommt Gegnern der Öffentlich-Rechtlichen offenbar wie gerufen. All das in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren. Datenanalyst Philipp Kreisel hat die ersten entscheidenden Reaktionen auf Twitter ausgewertet. Es wird ziemlich schnell deutlich, dass diese Accounts eben aus dem rechten Spektrum kommen und aus einer rechten Blase. Und dass das die ersten Accounts waren, die das Thema groß gemacht haben. Und da kam eben raus, dass nur 500 Accounts für die Hälfte der Interaktionen verantwortlich waren. Dennoch zieht WDR 2 die Reißleine. Die Redaktion löscht das Video noch am selben Abend. Ein ungewöhnlicher Schritt. Aber der Shitstorm beruhigt sich nicht. Im Gegenteil. Am Tag drauf bringt WDR 2 eine Sondersendung in eigener Sache. Der Intendant meldet sich darin persönlich. Ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber jetzt dafür. Und diese Entschuldigung vom Krankenbett seines 92-jährigen Vaters. Er sitzt auch neben mir. Ich kann sagen, er ist keine Umweltsau. Jetzt schalten sich auch Spitzenpolitiker ein. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet twittert. Jung gegen alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel. Am Sonntag steigt auch die Presse mit ein. Skandal um WDR-Kinderchor. Spätestens jetzt ist der Protest in der konservativen Mitte angekommen. Doch Kreisels Analyse zeigt, dass der Spin der Debatte ursprünglich von rechts außen kam. Man sieht hier die Retweets durch Mitglieder des Bundestages zum Thema Umweltsau. Und man sieht, dass am ersten Tag kaum konservative, also Konservativen sind ja hier die Schwarzen, also kaum konservative Mitglieder des Bundestags haben hier retweetet, während eine sehr hohe Aktivität bei den AfD-MdB zu verzeichnen ist. Und dann erst am nächsten Tag ist es so, dass die Konservativen hier auch aufspringen auf den Zug und da mitmachen. Unmut macht sich auch im WDR breit. Sind die Chefs vor dem rechten Mob eingeknickt? Doch der Intendant steht zu seiner Entschuldigung
Offensichtlich, so der WDR, gab es im Netz auch Mechanismen systematischer rechter Agitation und Hetze. Daneben gab es aber auch Kritik von WDR-Hörerinnen und Hörern, die den WDR über verschiedene Kanäle erreichte. Im Spiegel-Interview spricht der Intendant von Hunderten Seniorinnen und Senioren und deren Enkeln, die sich beim WDR beschwert hätten. Zapp hat Facebook-Kommentare gefunden, die zumindest Zweifel daran wecken, dass die Senioren aus eigenem Antrieb anriefen. Die Nummer der Hörer-Hotline kursierte im Netz. Auch Aufrufe, dort anzurufen und sich zu beschweren. Verbreitet wieder von rechten Accounts. Vereinzelte Hörer oder ein orchestrierter Shitstorm? Auch über diese Frage wurde im WDR gestern mehr als 2 Stunden debattiert. Redakteursvertreter Lorenz Beckert war dabei. Der Hauptvorwurf ist wohl nach wie vor, der sich für etwas entschuldigt zu haben, für das man sich nicht hätte entschuldigen sollen. Und dabei auch einem von rechts und von extrem rechts orchestrierten Shitstorm nachgegeben zu haben. Da sind die Meinungen aber sehr gegensätzlich geblieben. Gespalten hat nicht nur das Lied selbst, sondern vor allem die Reaktion des WDR. Und mitten in diesen Shitstorm dann auch noch dieser Tweet von einem WDR-Journalisten. Lasst mal über die Großeltern reden von denen, die sich jetzt über die Umweltsau aufregen. Eure Oma war keine Umweltsau, stimmt, sondern eine Nazisau. Sicherlich provokant und von einem privaten Account eines freien Mitarbeiters. Der bekam danach auch wüste Drohungen. Rechtsextremisten marschierten gar vor seinem Elternhaus auf. Die Redaktion des WDR sah sich zu einer schnellen Reaktion gezwungen. Der betroffene Mitarbeiter ist kein Redakteur beim WDR, sondern freier Mitarbeiter. Er hat den Tweet von seinem privaten Twitter-Account abgesetzt. Wir distanzieren uns scharf von Form und Inhalt.